Durch den Umstand, dass natürlich bei uns der Tourismus schon langjährige Tradition hat, das ist schon über 100 Jahre gibt es bei uns sozusagen Fremdenverkehr. Und das war eine Ursache, warum das Zillertal natürlich als Name das bekannteste von allen Tälern ist. Dazu kommt noch diese unwahrscheinlichen Reisen um 1840. Da sind die ersten Zillertaler Sängergesellschaften in die Welt gezogen, haben Tourneen gemacht in Russland, in Amerika, in Deutschland, an allen mitteleuropäischen Höfen. Und das hat natürlich den Namen Zillertal sehr bekannt gemacht. Und das ist auch der Grund, warum fast alle Gruppen dieses Zillertal auch im Namen drinnen haben. Und man braucht sich deshalb ja auch nicht wirklich nicht zu schämen. Zillertal ist jetzt eindeutig eine zweite Heimat geworden. Natürlich durch die Gruppe, durch die Zusammenarbeit, aber auch durch die vielen freundlichen Menschen, die ich dort mittlerweile kennengelernt habe. Und durch diese überwältigende Natur, die dort vorhanden ist. Diese überwältigende Natur ist auch die Kulisse für das größte Open-Air-Konzert, das jährlich in den Alpen stattfindet. Mitte August strömen 20.000 Fans nach Finkenberg ins hintere Zillertal, wenn die Schürzenjäger aufspielen. Sie sind die absoluten Publikumsmagneten in der alpenländischen Musikszene. In ihrem vierstündigen Live-Programm bieten sie alle Sparten der Unterhaltungsmusik. Von ihrem Hochzeitsmarsch über den landläufigen Schlager bis zur modernen Rockmusik. Licht und Technik entsprechen internationalen Maßstäben. Der Weg nach oben war natürlich schwer und steinig, aber in die 18 Jahren sind an die 23 LPs produziert worden. Davon sind viele, viele vergoldet worden und was uns aber ganz besonders freut, sind 6 Platin-Schallplatten und 2 Doppelplatin-Schallplatten, die wir erreicht haben. Das sind Doppelplatin 100.000, Platin 50.000 Stück. Aber bekannt sind wir eigentlich durch unsere Live-Konzerte, an die wir ca. 100 im Jahr abwickeln, wobei jedes Konzert 3,5 bis 4 Stunden dauert. Und da spielt sich dann schon einiges ab.